Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Let's Play Wesen. In der letzten Folge haben wir hier Captain Romanov ordentlich auf die Schnauze gegeben. Der wollte nämlich den Schatz von Petty Nautilus klauen. Bam! Und bam. So, da wollen wir doch mal gucken. Wer liegt denn hier? Der Pigan. Hat irgendwas Tolles dabei? Nö, gut, aha, okay. Terras Truhe. Zufällig weiß ich, dass das nicht ganz ungefährlich ist hier. Deswegen einmal kurz. Hui! Speichern. Komm, Speicher fertig, danke. Und da sind wir tot. So, Schnellspeicher stornt, einmal laden. Ach ja. Dann gehen wir die anderen Gräber mal ausprobieren. Was haben wir hier? Bulba. Hier ist was vergraben. Einmal. Och nö, jetzt müssen wir die erst alle ausbuddeln, oder wie? Ah, super. So, alle Truhen sind ausgebuddelt und auch schon geplündert. Die einzige, die man plündern konnte, ist die hier, Dillingers Truhe. Bei den anderen stirbt man. Oh, ja, hier waren auch noch zwei Gule drin. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu Petty. Sofern hier jetzt nichts kommt, nö. Es stört uns keiner. Wo laufe ich denn hin? Hier längs müssen wir doch. Dann gucken wir mal, ob Petty uns jetzt was zu erzählen hat. In der Truhe war recht viel Zeug drin. Eine von den goldenen Kristallscheiben war da drin. 900 Gold. Und sonst Zeug zum Verkaufen. Ja, Kerzenleuchter und so. Ach, das Spiel ist so harmonisch. Hui. Und ja, ich sehe die ganzen Beeren und Pilzen und alles, was hier so rumliegt. Aber ich nehme die ja, wie gesagt, nicht mehr mit. Weil wir dafür sowieso keine Verwendung mehr haben. So, wo war Petty denn jetzt überhaupt nochmal? War die hier? Nee, ne? Petty? Nee. Petty. Hallo. Wo war die denn jetzt nochmal? Das war doch hier irgendwo. Hier war es nicht. Man musste links rumgehen, das weiß ich noch. Petty? Hier auch nicht. Wie sieht's hier aus? Hier ist gar keine. Ach, hier. Hallo, Petty. Hier, ich habe Stahlbarts Seekarte erbeutet. Du hast sie. Na, endlich. Jetzt wird alles gut. Weißt du eigentlich, wie wertvoll diese Karte ist? Naja, mir hilft sie im Moment jedenfalls nicht weiter. Auf dieser Seekarte hat mein Vater alle Inseln und Länder eingezeichnet, die er die letzten Jahre bereist hat. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit herumgekommen ist. An jedem dieser Orte hat er genau wie hier auf dieser Insel einen Teil seines Goldes versteckt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie in die falschen Hände geraten wäre. Ich danke dir, mein Held. Was ist mit dem Rest des Goldes aus Stahlbarts Schatz? Für mich die Karte. Für dich der Rest. Was sagst du dazu? Ich denke, damit kann ich leben. Du kannst auch noch das alte Haus meines Vaters haben, wenn du willst. Ich brauche es nicht mehr. Danke, das ist sehr großzügig. Ich weiß jedoch nicht, wie oft ich in der Stadt sein werde. Schade. Naja, mach, was du für richtig hältst. Es ist jetzt dein Haus. Ja. Was wirst du nun machen? Ich denke, ich bleib die nächste Zeit erstmal in meiner Kneipe. Es kann ja nicht ewig dauern, bis der Inquisitor wieder abzieht und der Hafen wieder frei ist. Wir werden sehen. Tja, das war's jetzt. Sieht ganz so aus.
Naja. Hey, wenn du magst, komm doch einfach mal bei meiner Kneipe vorbei. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere für dich tun, hm? Werd's mir merken. Pass auf dich auf, Kleiner. Gut. Dann hätten wir die Questreihe mit Patty abgeschlossen. Und meine Liebe, das Haus deines Vaters gehört schon lange uns. So, was haben wir denn noch? Die Kristallscheiben. Da fehlt uns noch eine. Bericht dem Druiden über den Tempel. Können wir ja, warum auch immer, nicht tun. Die Teleportsteine. Da fehlen uns auch noch zwei oder drei oder so. Kristallscheiben für den Don. Wo kriegen wir jetzt die letzte Kristallscheibe her? Das ist jetzt höchstwahrscheinlich eine sehr gute Frage. Wo zur Hölle kriegen wir die... Ich weiß wo, aber da kommen wir ja nicht rein. Mal kurz gucken. Schlösser öffnen. Magisches Kraftfeld zerstören. Zerstört ein magisches Kraftfeld, aber ein rotes. Wir brauchen eins für ein blaues. Wo kriegen wir das denn jetzt her? Patty! Zeig mir deine Ware. Ne, du hast das Unnet. Du hast niedrige, die können wir mal... Die können wir uns mal gönnen. Ja, das ist jetzt blöd. Ich weiß nicht, wo wir die letzte Kristallscheibe herbekommen sollen. Ich werde mich einfach mal ein bisschen umsehen und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, da bin ich wieder. Wir brauchten nur vier Kristallscheiben, weil die letzte, die hat ja der Don. Und dem sagen wir jetzt, dass wir die restlichen vier Scheiben haben. Ich hab die restlichen vier Kristallscheiben. Na also. Damit haben wir den Inquisitor am Hintern. Jetzt wird uns der feine Herr Mendoza aus der Hand fressen. Das hast du gut gemacht. Auf jemanden wie dich kann ich nicht mehr verzichten. Von heute an darfst du dich Kämpfer nennen und unsere Kämpferrüstung tragen. Alle Achtung! So schnell hat es noch keiner geschafft, mein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin stolz auf dich und hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Ach, Quatsch! Was geschieht als nächstes? Jetzt wirst du zum Inquisitor gehen und ihm meine Bedingung stellen. Ich will meine Hafenstadt zurück. Jeder Tag, der ins Land geht, an dem sich dieser Strohmann Carlos als Kommandant der Hafenstadt feiern lässt, ist ein Tag zu viel. Ich will, dass dieser schmierige Kerl und alle seine Ordenskrieger aus meiner Hafenstadt verschwinden. Die Hafenstadt wird bald wieder dir gehören. Sehr gut, aber sei vorsichtig. Lass dich nicht von Mendoza einwickeln. Klar, der Dreckskerl ist gefährlich. Trau ihm nicht. Sonst wird er dich übers Ohr hauen. Hier, nimm die letzte Kristallscheibe und mach keinen Mist damit. Ich verlass mich auf dich. Hörst du? Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Kämpfers. Gut. Hier, nimm. Sehr gut. Du hast sie dir verdient. 2000 Gold, leck mir am Arsch. Aber immerhin sind wir jetzt Kämpfer. Können wir das hier, können wir damit so ein bisschen angeben? Guck mal hier, Fincher. Okay, der sagt uns nichts dazu. Aber ich weiß, wer uns bestimmt was sagen wird. Ha, jetzt ist er auch noch Kämpfer. Wo soll das bloß noch enden? Ja, jetzt sind wir auch noch Kämpfer. Du siehst etwas geschwächt aus. Hier, nimm erstmal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Dankeschön. Ich wünsch dir was. Ja, ja, ich dir auch. Wie kann ich dir helfen, Kämpfer? Oh, wie nett sie auf einmal alle sind, jetzt wo wir Kämpfer sind.
Ja. Na, wie fühlt es sich an, Kämpfer zu sein? Willkommen bei uns. Danke. Hallöchen, Broger. Na, mir egal, ob du jetzt Kämpfer bist oder nicht. Hauptsache, ich muss mich nicht mit dir herumärgern. Oh, der Arme. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zur Vulkanfestung. Da. Hui. So, mein Lieber. Oh wei. Was macht ihr da? Wie so ein Ameisenhaufen hier rumlaufen, oder wie? Aha. So, mein lieber Inquisitor. Wir haben ein paar Bedingungen. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wir Banditen haben jetzt alle Scheiben. Was soll das heißen? Willst du mich verhöhnen? Don Esteban will neue Bedingungen aushandeln. Ich habe schon geahnt, dass sowas passiert. So leicht wird man hintergangen, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Also sprich schon. Was will der Don? Er fordert den Abzug aller Ordenskrieger aus der Hafenstadt. Also schön, Börschchen. Der Don soll seine Hafenstadt haben. Doch zuvor werden wir gemeinsam dieses Tor öffnen und das Geheimnis dieses Tempels offenbaren. Erst wenn ich gefunden habe, weswegen ich hier bin, werde ich weiter über weltliche Dinge verhandeln. Wenn wir dem Bösen nicht bald Einhalt gebieten, ist alles verloren. Auch die geliebte Hafenstadt deines Herrn. Also, bring mir endlich diese verdammten Scheiben und lass es uns beenden. Hier sind sie, alle 5 Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Ich folge dir. Also ich hätte ja jetzt gesagt, erst wenn die Haare... Der Moment ist gekommen. Unterbrich mich nicht! Empfangskomitee! Guten Tag. Wenn ich mich kurz vorstellen dürfte. Ich bin der namenlose Held dieser Geschichte. Aua. Oh. Was seid denn ihr für Lappen? So geht das. Das Vieh wird uns keine Probleme mehr machen. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Was zum Gürger ist das für ein Ort? Ja, das ist ein Tempel, wie du siehst. Na. Erstmal schön alles looten hier. Ich glaube, wir haben auch mehr den Ordenskriegern hier aufs Maul gegeben als den Echsenmenschen. Ich habe einfach nur wild reingeboxt. Aber egal. Das Schwert möchte ich noch haben und jetzt Mendoza. Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Kapitel 3, der Tempel. Gut. Damit sind wir im letzten Kapitel angekommen. Und auch beim Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.